Mein Name ist Burkhard Hanke. Ich lebe hier in Basweiler mit meiner Frau und unseren drei Kätzchen. Beruf war vorher hauptsächlich Kraftfahrer, auch in anderen Betrieben gearbeitet, wie Betonwerken. Auch staubige und leider Gottes schmutzige Berufe. Ich habe eine COPD mit Emphysem. Bedeutet für mich auch eine überblähte Lunge mit sehr großen Lungenbläschen. Und die stören natürlich den normalen Lufttransport innerhalb der Lunge. Symptome sind beispielsweise schweres Atmen, auch schon Schwächeanfälle, morgens schon schwerer Husten. Vorher wurde ich mit Medikamenten therapiert, beziehungsweise mit einer Druckvernebelungseinheit. War natürlich nicht so effektiv, die ganze Geschichte. Der Druckvernebler, der hat es nicht gebracht. Und der Aufwand, der war einfach auch zu groß. Das musste andauernd rumhantiert werden. Das Gerät musste aufgebaut werden, das musste wieder abgebaut werden. Dann musste das Medikament stets bereit liegen. Im Prinzip war das gar nichts. Ich lag wieder mal im Krankenhaus, was die Krankheit leider Gottes mit sich bringt. Und hatte mal dort dann einen schweren Luftnotanfall. Und in dieser Situation war Schwester Gabi, das ist die Atemtherapeutin, und sie sagte dann, Augenblick mal, ich habe da was für Sie. Und ging dann los und kam mit diesem Aerogen wieder. Und hat das dann sofort auch angeschlossen. Und ich habe gemerkt, dass das sofort besser wurde. Sofort eine Erleichterung verspürt. Und in dieser Situation dann auch eine Erleichterung in der Hinsicht, die Angst fällt weg. Diese Luftnotangst. Wir haben seit Januar, seit dem Krankenhausaufenthalt probiert. Und also es hat sich eigentlich alles verbessert. Weil er ist jetzt heutzutage wieder stabil, keine Panikattacken, aber wenig Panikattacken. Also wir sind damit vollauf zufrieden. Also uns bringt das eine richtige Erleichterung. Die Lebensqualität hat sich insofern verbessert. Ich bin beweglicher, habe mehr Freiheit in dem Sinne. Dieses Gerät ist nicht so personengebunden. Das kann ich alleine machen, das kann meine Frau alleine machen. Und ohne dieses Gerät, muss ich so sagen, würde ich möglicherweise heute gar nicht mehr hier sitzen.